Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wenn die Oma sich vorlehnt, sieht die aus wie so eine Rapperin. Wollte ich nur mal sagen. So, als meint die es ernst. Okay, ich wollte mal ganz auf was gucken, bevor ich jetzt loslege. Diesen Darm getrocknet, ne? Steht da irgendwo, dass das eine schlechte Location ist? Weil jemand meinte, in den Kommentaren stand, wenn man Därme an den Kamin legt, steht da, dass es eine schlechte Location ist. Aber ich sehe da gar keine Einblendung irgendwie. Da steht doch nichts, oder? Platzieren, abbrechen, flump. Also wenn ich den jetzt nehme, dann kommt das Symbol da oben, ne? Das Symbol da oben heißt, ja, wenn ich jetzt den Darm in der Hand habe, dass ich dann quasi mehr, dass die Wölfe schneller wittern. Also dieses Dreier-Symbol da oben, was da manchmal kommt, ich nehme den Darm, huch, ich nehme den Darm, und jetzt wittern mich Wölfe schneller, da ist ein so ein Strich. Wenn drei voll sind, wittern mich Wölfe über lange Distanz, bei einem geht's, glaube ich, wenn ich das ablege, den Darm, dann ist egal. Es ist aber nicht so, wenn ich den Darm jetzt vor den Kamin lege, dass der Darm jetzt durch den Kamin nach oben dampft oder dass die Wölfe das riechen. Der Gestank bleibt im Haus. Ich glaube nicht, dass die Wölfe das dann checken. So, wir wollten heute, bevor es losgeht, und ich wünschte, ich hätte in der Vergangenheit, in der letzten Aufnahme noch mehr Zeit gehabt, einfach weiterzuspielen, denn jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir wollten heute nach Krähen Ausschau halten, soweit ich weiß, um hoffentlich tote Wölfe zu finden. Aber bei dem Wetter... Wie man sieht, keine Krähensen am Himmel. Und wir hatten irgendwo einen Wolf angegriffen und ich weiß schon nicht mehr, wo das war. Da hinten ist wieder einer. Den könnten wir theoretisch mitnehmen, ich hoffe. Ich hoffe, wir haben noch Verband da. Ich guck mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier losstürme. Wir haben noch drei Verbände da. Wir können uns aus Stoff ja jederzeit wieder neue machen. Da hinten wäre noch ein Wolf, den können wir zerfleischen, sodass wir dann mehr Nahrung haben. Denn Wölfe geben ja 4 Kilo Fleisch, das heißt, den können wir dann ganz gemütlich auseinanderzupfen. Ja, und dann, hier war es, glaube ich, letztes Mal. Und ich weiß aber nicht, ob das der Wolf da hinten ist oder ob jetzt hier irgendwo einer rumliegt oder ob die Wölfe sich gegenseitig fressen, das weiß ich leider auch nicht. Würde mir auch gerne einen Bogen craften, aber wir haben da noch nichts. Das sind aber nur Kisten. So... Wenn wir den Wolf da hinten jetzt treffen, kann es sein, ich weiß nicht, ob es der von gestern ist, also der von der letzten Folge, kann es sein, dass wir den dann eventuell auseinanderzuppeln können. Da oben waren wir da schon, da ist ja noch ein Haus. So, warte mal, gucken. Die Wölfe hinterlassen auch Spuren, das ist sehr praktisch. Und jetzt dreht er sich um. Wir hatten ja eh gespeichert. Oh, wir haben nur Prellungen. Okay, das ist gut. Okay, mal ganz kurz gucken. Gegen Prellungen hilft was? Nichts. Wir haben einfach nur eine Prellung. Okay. Übrigens, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr selber Long Dark spielt, mit dem, ja, wenn man Wölfe angreift. Ich wechsle dann, ich mache das nicht mit der rechten Hand. Ich bin normalerweise Rechtshänder an der Maus. Aber ich halte dann mit der rechten Hand die Maus fest und mache das mit dem Mittelfinger der linken Hand, weil ich da einfach viel schneller klicken kann. Ich weiß nicht warum, das immer so... Versuche ich dann immer. Geht meistens beim zweiten Anlauf. Dann ist noch ein Wolf. Wenn wir jetzt zwei Wölfe erlegen... Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das ist. Die Prellungen, merkt er sich das? Kann man jetzt sagen, okay, wir haben irgendwo Prellungen? Weil hier sehe ich es halt nicht. Wenn wir zwei Wölfe erlegen könnten, das wäre natürlich ein Traum. Dann hätten wir vielleicht sogar 8 Kilo Fleisch. Wir hätten genug für die Reise. Wir müssten halt nur irgendwo Krähen sehen. Das wäre schön. Und das war, glaube ich, nicht derselbe Wolf, ne? Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, wo der andere hingelaufen ist. Ich weiß nicht. Das sind unsere Spuren. Da ist... Ist das Blut? Das ist ein Stein, glaube ich. Die Blutspur, weiß ich nicht, wo die ist. Und die können ja dann auch überall liegen. Wir müssten uns also wirklich irgendwie an Krähen orientieren und das geht natürlich nur, wenn es nicht stürmt. Ah, es ist ärgerlich. Wir können auch nicht so lange drin warten, bis es nicht mehr stürmt. Der humpelt. Und der kommt nicht auf uns zu. Ich glaube, er war es. Dem haben wir es gegeben. Kann sein, dass er bald stirbt. Mit Ö. Stirbt. Ja, mein Freund, leg dich hin. Leg dich hin. Du siehst wieder köstlich aus. Mm, ich
Ich werde dich verzehren, dein Fleisch vertilgen. Ich werde es roh von deinen Knochen lutschen und anschließend deine Knochen brechen und das Mark aussaugen. Entschuldigung, ich bin schon sehr lange hier unterwegs. Boah, wie langsam der jetzt humpelt. Tut mir fast ein bisschen leid. Aber wenn er seine Knochen oder seine Muskeln bis in den Tod bewegt, dann schmeckt er hinterher einfach zarter. Das Leben in der Wildnis hat mich unbarmherzig gemacht. Erst knackte ich die Kaninchen und trank begierig ihren Lebenssaft. Dann brach ich die Wölfe. Und als nächstes verkoste ich die Menschen. Kannibalismus! So, lass mal das mal weg. Ich will das nicht zu oft benutzen. Okay. Ich gehe hier trotzdem mal ganz auf Patrouille, auch wenn hier keine Krähen sind. Denn irgendwo hier... Was ist das da? Was ist das? Ist das was? Nee, ach so. Das war dieser Zweig, der einfach nur... Ja. Irgendwo hier könnte es ja sein... Hier haben wir noch ein paar Pilze. Irgendwo hier könnte es sein, dass wir die Krähen gesehen haben an diesem wunderschönen Tag. Aber... geradeaus jault es wieder. Ich habe nur Angst, dass wir immer, ne, wenn wir Wölfe fangen oder wenn wir Wölfe erlegen, da hinten liegt auch noch was, dass dann wieder neue Wölfe spawnen, die alten dann aufessen quasi. Das wäre halt echt ärgerlich. Weil es ist ja ein nicht schwinden wollender Nachwuchs an Wölfen, was theoretisch ja eigentlich gut ist. Also eigentlich ist es schlecht. Da ist ein Kaninchen. Das kann man theoretisch mal... Naja. Haben wir Steine irgendwo? Nein, hier verwenden. Werde ich nicht erwischen, oder? Ah, okay, das war... Ja, ich wollte zu viel Abstand lassen. Jetzt war ich übervorsichtig. Man muss immer wieder ein bisschen reinkommen in die Aufnahmesession. Hä, das hätte getroffen. Das hätte doch locker getroffen. Naja. Wir brauchen es nicht unbedingt. Ah, wir können auch hier... Huch, warum ist das so groß? Stimmt, das können wir ja auch noch essen hier, ne? Oh, ganz kurze Ansage. Warte mal. Hase, oben ist Besuch. Huch! Hier kommt ein Wolf. Oh, warte mal. Ja, hallo, mein Guter. Okay, kleine Platzwunde. Zweiter Wolf. Okay. Gut. Ich habe gerade nur das Knurren gehört. Ich wollte gerade nur kurz hier hinten Bescheid sagen, weil oben wieder... jemand rumlungert. Platzwunde macht aber auch nichts. Okay. Muss ich die Platzwunde nicht. Na gut, nähen können wir die eh nicht. Also wir müssten jetzt eigentlich wirklich genug Wölfe in der Nähe haben. Also eigentlich müssten wir mindestens zwei Kadaver haben, wenn nicht sogar drei. So, warte, wo haben wir denn jetzt hier, Happy? So. Mal ein bisschen trinken und dann sollte man den Rest auch mal langsam hier, das sowas können wir zum Beispiel, das können wir jetzt mal essen gerade. So, einfach nur ein bisschen, ne, dass wir wohlgenährt sind einigermaßen. Wir können jetzt die Sachen hinten noch aus dem Haus holen, da wo der Verbrecher ist. Ich weiß nicht genau, wir könnten auch gucken, ob der Verbrecher vielleicht... Haben wir den Sturm aufgehört? Da hinten, hinter uns höre ich heulen, da vorne höre ich Krähen. Ich weiß aber nicht, ob das Krähengeräusch was zu sagen hat, ob da dann wirklich Krähen sind oder ob das jetzt nur so ein Sample im Hintergrund ist. Och, Musik. Da sind Krähen. Und das kann natürlich auch eine alte Leiche sein. Also eine, die wir schon ausgenommen haben. Okay, gut, damit ist die Jagd eröffnet. Da komme ich nicht runter, ich muss außen rum. Ne, da ist noch ein Wolf.
Wie gesagt, also ich weiß nicht genau, wenn hier unendlich viele Wölfe spawnen, wenn wir jetzt den dritten angreifen, langsam wird's exzessiv. So. Wenn wir aus denen allen Fleisch rausprügeln können, wäre das natürlich super. Verstauchtes Handgelenk. Okay, das muss ich bestimmt bandagieren, oder? Das ist rot. So, verstauchtes Handgelenk. Da hilft ein Rhododendron-Tee, so ein roter. So. Geheilt. Er rennt da hinten noch. Und da... Ich glaube, da liegt ein Wolf, den wir schon hatten, oder? Ich glaube, den hat man schon ausgenommen hier am Wegesrand, wenn ich mich recht entsinne. Ja, null. Ja, scheiße. Aber wir haben jetzt drei Wölfe was sehr untypisch ist für mich. Möchte nochmal ganz kurz sagen, das ist sehr untypisch für mich. Da hinten ist noch einer. Hat man den auch? Weil dann haben wir jetzt vier Wölfe angegriffen. Das geht doch auf Dauer nicht. Da muss doch morgen alles voll sein mit Kadavern. Mir fällt gerade auf, ich habe nicht mehr so viel Lebensenergie. Ja, ich sollte das mal lassen. Ich habe gerade nicht auf meinen Lebensbalken geachtet. Gut, schnell wieder zu Oma rein. Habe ich nicht auf mein Leben geachtet. Kann ich mich irgendwie healen? Ich meine, wir haben Tabletten und alles mögliche haben wir ja da. Oma, morgen gibt es richtig lecker Speise. Haben wir denn... Hilft mir das gegen... Antibiotika haben wir. Wunden desinfizieren, wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Natürliches Schmerzmittel, aber wir haben jetzt nicht... Energieschub, danach brichst du erschöpft zusammen. Nur als letzten Ausweg. Okay, das brauchen wir nicht. Lindert Schmerzen nach Verletzungen. Das hilft uns aber nicht, glaube ich, unser Dingens hochzupumpen, oder? Also wir müssen, ich glaube, wir können nur ruhen, um unten links den Balken hochzukriegen. Wenn ich das richtig sehe. Dann würde ich vielleicht nochmal schnell gucken, dass ich was esse. Ah, doof. Ich hätte es gerne, oh, vier Wölfe in der Nähe, das wäre natürlich geil. So, frisches Wolfsfleisch, das geht ja noch, 95%. Okay, dann trinke ich erstmal hier eine Runde. Das war doof, weil wir Wasser ja voll haben. Aber egal, wir werden es überleben. Dann haben wir noch irgendwelche alten, abgeranzten Riegel. Hier, 40%. Den haue ich mir mal gerade rein. So, 96%. 35% beim Thunfisch. Den können wir auch mal essen. So. Und dann, Omi, ich lege mich mal ganz kurz eben 2-3 Stündchen aufs Ohr. Wie spät ist es? Ja, okay, scheiße. Ja, jetzt ist der Wolf direkt vor der Tür. Ich hoffe, dass morgen das Wetter mitspielt, dass wir wirklich dann ein bisschen Sachen ablatschen können. Hier kriegen wir aus der Truhe, kriegen wir das Zeug von der Tochter, aber ich will noch nicht losziehen. Ich würde mich gerne noch vorher vorbereiten und ich weiß nicht genau, wenn man das jetzt da rausholt, ob das irgendwie die Story direkt weiter triggert und wir automatisch weiterziehen und die Oma uns rauswirft. Das will ich momentan noch nicht, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. So, ich würde gerne auf jeden Fall erstmal die Wölfe verschnabulieren. Kann ich in der Zeit jetzt noch irgendwas machen? Draußen ist der Wolf. Und hier drin sind nur wir. Kann ich hier vielleicht noch was reparieren? Hier haben wir noch abgenutzte Fließkappe, die brauchen wir jetzt ja wirklich nicht. 0,4, 0,2. Nee, die können wir zum Beispiel Aktionen zerlegen. Dann zerlegen wir schon mal ein paar Klamotten und sowas. Machen wir das mal. So, vielleicht können wir sogar noch ein bisschen was reparieren, wenn wir Stoff haben. Ich weiß, ob das nötig ist tatsächlich. Mützen haben wir zwei Stück an. Einmal diese hier auch. Dann können wir diese hier ruhig auch zerreißen. So. Ich meine, Stoff haben wir genug, aber wir kommen jetzt nicht rüber in die Bank gerade. Okay. Und das Ding hier? Ach, das war die billige Nylon-Oberbekleidung. Okay. 0,4 Grad. Ich glaube, die bringt es nicht, ne? Können jetzt mal gucken. 1,7. Hat aber 2,3 gegen Wind. Hier 2,0. 1,7, 1,0. Ich bleib bei den jetzigen Klamotten. 50% gegen... Oh, 50% wasserdicht ist aber eigentlich cool bei Regen und so. 2,5. 0,4.
Ne, komm, ich bleib bei unserem jetzigen Scheiß. Ich bleib beim jetzigen. Aktion zerlegen. Zweimal Stoff, 20 Minuten. So. Müssen wir denn irgendwas momentan? Die Handschuhe könnte ich mal reparieren. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut da. Die Hose würde auch gehen. Aktionen reparieren. So. Dann haben wir noch ein bisschen was. Dann sind wir wieder auf 100%. Das ist doch ein Träumchen. Und dann haben wir noch, wo war das Höschen? Das hier, das war's. Das Cargo-Höschen, brauchbare Cargo-Hose. Die Mütze auf jeden Fall, 53%. Die können wir reparieren. Und draußen jetzt wieder Sturm. Es war 2 Minuten windstill, das ist natürlich ein Traum. So, die hier auch nochmal Aktionen reparieren. Prima. Dann haben wir die Klamotten wieder on point. Die Wölfe reißen leider immer so ein bisschen dran rum, deswegen müssen wir da natürlich immer ein bisschen vorsichtiger sein. Je mehr wir gegen Wölfe kämpfen, desto mehr müssen wir unsere Klamotten im Schuss halten, glaube ich. So, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Und ansonsten können wir sonst noch irgendwas machen. Hallo? Okay. Glänzender Lackporling? Nee, Hagebutte haben wir gemacht. Wir könnten eine Fackel machen. Lampenöl haben wir 0,5 Liter. Stoff haben wir noch ein. Machen wir eine Fackel, so vorsichtshalber für eine Dunkel- oder wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist. Oder vielleicht sogar gegen Wölfe. Dann haben wir auch mal eine. Und vielleicht wärmt die auch ein bisschen. So, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Verband brauchen wir Stoff. Verband können wir auch nochmal machen. Aber der Stoff ist gerade drüben. Ich würde gerne aus dem Stoff, den wir drüben haben, auf jeden Fall noch ein bisschen Verband machen. Wir haben zwar gerade 3, aber auf Dauer weiß man nicht genau, wie lange das noch hält. Okay, jetzt können wir halt sehr lange schlafen. Da können wir auch die Energie mal wieder so ein bisschen hochtreiben. Ich mach das so vielleicht etappenmäßig. Geht da? Was ist denn das? Achso, warten. Jetzt nochmal schnell eine Kleinigkeit essen. Aber nur eine Kleinigkeit. Wir haben ja noch das Wolfsfleisch. Das hält aber auch ein bisschen. Erdnussbutter, 39%. Okay, gibt 900. So, hat perfekt gepasst. Trinken tue ich dann auch nochmal ein bisschen was. So, einfach ein bisschen Wasser abschlürfen. Das können wir jederzeit wieder nachfüllen. Wir haben ja genug auf Vorrat. So, und jetzt schlafen wir, würde ich sagen, erstmal 10 Stunden. So. Kann sein, dass es da noch dunkel ist. Würde mich nicht mal wundern. Ja, ja, naja. Also man sieht was. Auf jeden Fall sind wir wieder full heal, das ist gut. Moin Oma, wie sieht's aus? Du kannst die Därme hinterher übrigens gerne nehmen, ne? Als Schal oder als modischen Armschmuck oder sowas. Kette vielleicht. Schenke ich dir einfach die Därme. Weil ich hab, glaube ich, wirklich genug. Jetzt nochmal statt trinken, würde ich jetzt mal mir ganz kurz einfach so eine Dose hier reinhauen. Weil die auch ein bisschen Happer wieder zurückgibt. So, und dann vielleicht noch eine zweite Dose reinhauen hier, 40%. So. Oh nein, das war Hundefutter, ich bin doof. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, das war nicht schlau. Naja, dann trinke ich den Rest Wasser. Okay. Dann würde ich hinterher nochmal, müssen wir gleich Wasser holen. Auch wenn der Wolf jetzt noch draußen ist, wir kriegen den jetzt trotzdem weg. Ich hoffe nur, die Axt hält einigermaßen. Weil, die Äxte bei den Wölfen sehr schnell kaputt gehen, wie es aussieht. Es ist noch sehr, sehr dunkel, sehr kalt. Es ist noch sehr früh am Morgen. So, Oma said never sleeps. Okay, weißt du was, ich gehe nochmal eine Stunde schlafen, weil in der Bank werden wir sonst eh nichts sehen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass wir morgen dann, also dass wir gleich, die Krähen sehen. Ich will unbedingt das Fleisch von den Wölfen haben. Und dann können wir hoffentlich, dann holen wir uns die Bergsteigerausrüstung und dann steigen wir über den Berg und dann mal gucken, wo wir dann hinkommen. So. Achso, ich wollte eine Stunde schlafen. Ich setze mich aus dem Affekt immer schon mal vor den Kamin. Gut. Dann würde ich sagen, ein Stündchen. Komm, wir machen sogar 2 Stündchen einfach. So. Gut, gut. Das sind 2 sehr lange Stunden. Realtime wahrscheinlich.
Hä, es ist immer noch dunkel. Oh nein, draußen ist Sturm. Wieso ist denn nur noch Sturm draußen? Es ist nur noch Sturm. Verdammt. Oh, das ist aber ärgerlich. Nur noch Sturm. Es muss doch mal einmal windstill sein, damit wir mal die Krähen sehen. Ja, und zwar so ein richtiger Schneesturm jetzt. Hätte ich mich vorher drüber gefreut. Wasser können wir später holen. Boah, kalt ist das. Da hätten wir jetzt die Regenjacke gut gebrauchen können. Die hält uns nämlich den Sturm draußen. Wäre vielleicht ein guter Kompromiss gewesen, aber ich dachte, naja, so oft wird es schon nicht stürmen. Hab ich gedacht. Hab ich gedacht. Ja. Okay. Hier müsste ja bald die Tankstelle kommen. Ich will hier gerade auch nicht speichern. Eigentlich müsste ich speichern. Aber will ich hier gerade nicht. Ich hoffe einfach nur, dass wir hier, dass wir das Glück haben und hier vielleicht irgendwo den Wolf sehen. Wahrscheinlich aber eher nicht. Vor allem bei der Kälte können wir den auch gar nicht auseinandernehmen, weil dann sonst der Arsch wegfriert. Oh, das war ich selbst. Oh! Ich dachte gerade, das wäre Wolfsknurren. Nee, wir müssen den Sturm abwarten. Hilft nichts. Okay, gehen wir mal rein und dann warten wir. Ich weiß nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, warten. Ah, ich will aber kein Feuer machen zum Warten. Und hier ist auch so dunkel. Okay. Hier ein Stündchen warten geht nicht, ne? Es geht nur um Feuer, glaube ich. Ja, ja, nimm die Kletterausrüstung. Das machen wir bestimmt gleich. Ja, wären wir vielleicht mal einfach in die Bank gegangen. Gefühlt 13 Grad. Also hier drin wahrscheinlich. Lufttemperatur minus 6, Windkühle 0. Okay. Ja, hier können wir. Hier können wir eh nichts machen. Scheiße. Gut, kurz aufwärmen. Wir könnten auch neuen Tee kochen eigentlich. Also ich könnte jetzt mal einen Tee trinken. Der ist aber, glaube ich, nicht. Der ist irgendwie immer kühl, ne? Wo ist denn hier? Achso, der ist ja wahrscheinlich hier, ne? Kälte. So, naja. Egal. Naja, wir kommen schon nach Hause. Geschäft verlassen. Dann rennen wir eben. Was soll's? Oh Mann, das ist so ärgerlich. Ich will doch einfach nur die Wölfe ausnehmen. Ich will doch die Früchte unserer Arbeit will ich eben pflücken. So, in diese Richtung zu rennen ist sogar noch anstrengender. Weil wir jetzt gegen den Wind rennen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja, ist anstrengender. Ich kann nicht so schnell laufen. Also weit laufen. Scheiße, wir haben einfach kein Glück gerade. Okay, nur noch ein Viertel Temperatur, dann geht's uns an die Substanz. Wir können jederzeit natürlich hier überall auftanken, also Wärme auftanken, indem wir ins Haus gehen. Wobei, die sind vernagelt, ich könnte jetzt in die Poststelle gehen, ins Poststudio, würde ich sagen. Ja, ja, dann lauf auf deinen Schuhen, nicht auf deinen Füßen. Dann gehen wir schnell wieder zur Oma zurück, wärmen uns auf und dann, da können wir uns nochmal irgendwie, da können wir nochmal warten am Feuer, oder? Ich habe, glaube ich, gerade einen Wolf jaulen gehört. So. Ja, das ist doch jetzt doof einfach. Jetzt müssen wir Stunde um Stunde warten, bis das Wetter sich beruhigt. Das ist einfach Pech. Moin, Oma. Brennstoff hinzufügen. Ich will einfach nur warten. Wir könnten in der Zeit natürlich...
Achso, keine Töpfe. Hier, Wasser. In der Zeit könnte man natürlich irgendwie 1,5 Liter Schnee schmelzen. Das würde gehen. Wasser, von dem du krank wirst. Ja! Dann warten wir einfach bis zum Garungszeitpunkt. Vielleicht wird das Wasser bis dahin besser. Jetzt bis zum Siedepunkt. So, ist gekocht. Wir nehmen es mit. Okay, das haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, Wasser, vielleicht nochmal ein Literchen. Ach komm, wir machen gleich 2 Liter. Garen. Warten. Alter, das dauert Ewigkeit. Draußen der Sturm. Trinken. So, Kochtopf, dann können wir hier vielleicht nochmal garen. Weil davon haben wir eh unendlich, ne? Also Schnee gibt's draußen ohne Ende. Alter, 1 Stunde, es ist ganz ehrlich. Oh. Kann es sein, dass es draußen besser geworden ist? Wir gucken mal ganz kurz. Es ist, glaube ich, immer noch windig. Ich hoffe, oh Mann, ey, das ist so ärgerlich. Jetzt müssen wir den ganzen Tag drin verbringen, weil wir draußen einfach gar nichts machen können. Ist immer noch keine Krähenzeit, ne? Aber das Wetter ist gut genug, dass wir mal da drüben nach dem Wolf gucken können. Hier müsste eventuell ja, da links müsste eventuell auch noch irgendwo einer liegen. Mit ein bisschen Glück. Wir wissen natürlich nicht, wo es den erwischt hat. Wir gucken einfach mal an den Orten, wo wir gegen die Wölfe gekabbelt haben. Zumindest die Nähe einfach mal absuchen, so ein bisschen. Vielleicht haben wir da ja schon Glück. Ich glaube eher nicht, aber... Ich glaube, was gehört. Hat sie angewiesen. War aber wohl nix, meine Imagination. Okay. Gut. Berg hochlaufen, immer eine gute Idee. Stets der guten Hoffnung, dass hier irgendwo vielleicht ein leckeres Fleischfrühstück auf uns wartet. Kann man mit dem Eis eigentlich auch einbrechen? Bei größeren Seen würde ich mich gar nicht trauen, drüber zu laufen. Hier geht's vielleicht noch. Also bei größeren Seen würde ich mich das nicht trauen. Knackt nämlich auch schon so gefährlich. Ja, da höre ich sie wieder. Aber solange die jaulen, kann ich sie nicht essen. Das ist halt eine Weisheit, die ich mit euch... Das war kein Wolf. Could end up being useful. Okay. 1,9 Kilo. Gut. Einfach ein Kaninchen gefunden. Na gut. Das heißt, ein Wolf hat hier sein Unwesen getrieben. Wieso sind wir eigentlich überladen? Too much stuff to carry. Ja, aber wieso? Hä, ich hab doch Sachen abgelegt. Und wir haben sau viel gegessen und so. Oh, vielleicht wegen dem Wasser? Aber ne, es kann ja... Das kann ja nicht sein. Oh, 4 Liter, alles klar. Nee, das ist nicht so gut. Vielleicht können wir inzwischen auch mal ein bisschen hier. So, 1 Kilo Fleisch essen. So, dann geht's wieder. Oh, warte mal, ich gehe die Treppen da hoch. Ich höre einen Wolf, aber... Das ist natürlich nicht das, was ich hören will. Waren wir noch gar nicht, ne? So, da unten ist ein Hirsch. Da unten ist einfach gar nichts. Ich sehe auch keine Leiche, kein gar nichts. Kein Wolf. Ich suche mir einen Wolf, wie es aussieht. Ich suche mir hier einen Wolf. Die Krähen, die wir gesehen... Jetzt habe ich ja gerade Krähen gehört, oder?
Ich weiß nur nicht, aus welcher Richtung und ob ich die von hier aus sehen kann. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Komm, wir gucken. Wir gucken, was da drin ist. Ich versuche die ganze Zeit die Geräusche der Umgebung zu hören, ne? Nicht, wenn ich, also wenn ich jetzt nichts sage, dann halte ich kurz den Atem an und lausche. Aber... Oh. Wollschal, ja, hier mal. Stacys Traubenlimo. Achso, die heißt, ich dachte jetzt, hier wäre eine Dame namens Stacy gewesen. Notiz zum Höhlenversteck, aha. Ich traue niemandem mehr. Der Strom ist erst seit ein paar Tagen weg, aber die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unserem besonderen Ort über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor Hilfe eintrifft. Okay. Well, well. What do we have here? Mhm, wieder ein neues Versteck. Zeitungspapier, Kapuzenpullover. Da können wir mal gucken, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen überladen sind. Metallbehälter durchsuchen. Lampenöl, Zeitungspapier lasse ich liegen. Something's gotta go. Ja, das stimmt schon. Hier ist noch ein Bett. Den Wollschal können wir noch mitnehmen und auseinandernehmen. Ach, das Karton, okay, Buch. Sonst gibt's hier aber nicht viel, ne? Kiste, dass man die Kisten nicht durchsuchen kann, sondern dass sie nur aus Holz bestehen und leer sind, das prangere ich an. So, wieder raus. Okay, den Kapuzenpulli und das Dingens können wir vielleicht zerlegen. Dann haben wir wieder ein bisschen Stoff. Stoff brauchen wir momentan nicht unbedingt. Aber schaden kann es halt auch nicht. Und vor allen Dingen ist es dann, glaube ich, leichter als der Kapuzenpulli. So. Ich würde gerne in die Richtung gehen, weil ich glaube, dass ich da die Krähen gehört habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Da. Da sind Krähen. Bitte sag mir, dass ich in dieser Folge noch recht behalten werde. Ist das ein Wolf? Nee, ist ein Schild. Okay. Hä? Hier im Wolfsstapel, im Wolfsstapel. Im Wolfsstapel wäre schön. Im Holzstapel? Alles klar. Alles klaro. Wolfskadaver, 5 Kilo. Boah, nice. Die muss ich natürlich erstmal nach Hause kriegen. 52 Minuten, 2 Stunden. Okay, ich kann die nicht mit der Hand rausreißen. 46, 42. Ich muss die mit dem Beil rausziehen. 52 Minuten. Okay. So, wir haben 5 Kilo Fleisch. Und wir haben... eine richtig krasse Duftspur. Okay, Krähenfedern habe ich jetzt mal nicht mitgenommen. Aber die Krähen fliegen hier. Ah ne, das ist nur der Schatten, ne? Das ist nur der Schatten, weil der Schatten dann nicht genau runtergeht, sondern der Schatten kommt ja dann von der Sonne, die hinter den Wolken versteckt ist. So. Wenn wir jetzt 5 Kilo blutiges Fleisch mit uns herumtragen... auf wie viel Distanz wittern uns die Wölfe? Kann es sein, dass hier gleich auch noch einer kommt? Da oben ist auch noch mal was. An der Funkstation liegt, glaube ich, noch was. Oben an der Funkstation. Kann sein, dass es einer der Wölfe ist, die vor uns abgehauen sind. Vor einer Weile. Kann natürlich auch ein Kaninchen sein oder irgendwas anderes, aber an der Funkstation sind normalerweise keine Wölfe gewesen. Kann sein, dass es einer von denen ist. Und da müssten eigentlich auch noch irgendwo Krähen sein. Okay. Da hinten die Krähen, die kennen wir schon. Da sind zweimal Krähen. Okay. Also den zweiten Wolf hat es auch noch erwischt. Wir haben also eine erkleckliche Auswahl an Fleisch und da ist noch der dritte Wolf. Und theoretisch müsste da auch noch irgendwo... es sei denn, es ist der Wolf da hinten. Okay, komm. Omi, jetzt wird erstmal schön... wobei, ich gehe mal ganz kurz gucken. Wir haben 41 Kilo, wir müssen echt ein bisschen was loswerden. Ich weiß nicht, was alles. Das Wasser halt vor allen Dingen und die Stiefel und das Kaninchen. Ach stimmt, das Kaninchen haben wir auch noch. Das müssen wir auch noch ausweiden. Okay, können wir das irgendwo ablegen erstmal?
Problem ist, wenn ich das Fleisch hier ablege, dann wird das, glaube ich, schneller gammelig, ne? Aber ich glaube, den Weg wird es noch überleben. So, 0,23. Ich mache wieder hier A bis Z. Dann haben wir Wolfsfleisch. Die Gedärme, wie wiegen die? Naja, na, geht. Brauche ich die überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So. Fleisch. 1 Kilo, 1 Kilo, 1 Kilo, 1 Kilo. Alles klar. Ablegen, 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 ablegen. Dann noch das Kanickelchen. Wo ist es? Da ist er. Ablegen. Der ist auch nochmal 2 Kilo. So. Da ist keine Prozentangabe. Zerfleischter Kaninchenkadaver. Da müssen wir eigentlich auch noch das Fleisch rausholen. Das machen wir aber gleich. Dann haben wir noch den Pulli. Den würde ich nochmal ganz kurz ablegen. Den können wir auch zerlegen. Aber das machen wir gleich. Der Pulli bringt nicht so viel. Okay, los geht's. Haus öffnen. Dann holen wir... Wir sollten noch Wasser ablegen tatsächlich ein bisschen. Und dann sollten wir noch den letzten Wolf angreifen mit dem bisschen Axt, was uns noch geblieben ist. Oh, schon so spät. Oh Gott. So, warte mal. Ganz ehrlich, da können wir 2 Liter können wir locker ablegen. Das sind immer noch mal 2 Kilo. So, warte. 2 Liter ablegen. Die waren alle hier. Jo, 7 Liter haben wir noch im Schrank. Alles klar. Weil übertreiben. So. Machen wir 2 Liter, machen wir, ne? So, umlagern. Jetzt haben wir 10 Liter noch im Schrank. Und wir können es natürlich jederzeit. Also, Wasser ist easy. Huch. Wasser ist easy. Sobald wir irgendwo Feuer haben, können wir immer Wasser machen. Dauert ein bisschen. Aber zum Glück muss man sich da keine Sorgen machen, wie das früher bei Long Dark war. Als man noch nicht aus Schnee Wasser machen... Oder als man nur mit Tabletten aus Schnee Wasser machen konnte. Da konnte man es nicht abkochen. Also man konnte es schon abkochen, aber man braucht diese Tabletten dafür. Da liegt der Wolfskadaver. Hallo, mein Guter. Okay, der war schon vorher gedamaged. Den hätte ich ruhig mitnehmen können neulich. Der war schon gedamaged. Hallo, mein Süßer. Tschüss. Da liegt der andere. Hier liegt der. Okay, das sind nochmal 4 Kilo. 9 Kilo Fleisch haben wir damit. 41. 42. Okay, na gut. So, uns gehen die Äxte langsam aus. Okay. Und theoretisch, ich glaube, den brauchen wir dann aber nicht mehr. Wir haben, glaube ich, erstmal genug Fleisch. Was mit den Federn eigentlich? Kriegen wir noch Krähenfedern? Nee. Warum sind hier keine Krähenfedern? Da, eine. Hab mir die schon ein bisschen verdient. Okay, pass auf. Ich bringe das mal schnell nach Hause und dann gucke ich mal ganz kurz am Funkturm. Ich glaube... Das ist ein Stock. Ich glaube, Ihmchen da, der wird so schnell nicht umfallen. Der wird wahrscheinlich morgen erst död sein. Und dann müssen wir auch mal gucken, wo wir den kriegen. Ach, zum Glück hat das Wetter aufgeklärt. Da hinten sind noch mehr Krähen. Okay, komm. Let's go. Fleisch. Fleischapokalypse hier. Ich wusste, hier müsste irgendwo was sein. Da liegt er. Wir sind hier immer noch. Wir sind da hochgeschlummert. Und der liegt hier im Gras. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wolfskadaver, 7%, 3 Kilo. Naja, das ist ein bisschen abgehungert, aber ganz ehrlich. Ein bisschen. Kein Werkzeug, 1 Stunde 34. Ah, komm, ich mach mit dem Beil. So. Alter, haben wir jetzt Fleisch. Und da drüben jault es noch die ganze Zeit an einem Stück. Alter Schwede. Träumchen. Also wir können jetzt nochmal schnell ablegen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ja, die Sonne geht schon unter. Ich würde eigentlich noch mal gerne zum Ich würde gerne noch mal hoch zum Funkturm und gucken, was da jetzt auf uns wartet. Was noch der andere Wolf ist, den wir vor ein paar Folgen schon gekillt haben. Der einfach in die Berge hochgelaufen ist, wie so ein Freeclimber. Der ist ja einfach so hoppeldi-hoppel einfach hochgerannt. Über Stock und über Stein. Steigung egal. 100% Steigung egal. Wolf rennt hoch. Kein Problem. Also theoretisch könnte man dann noch mal gucken.
Und dann können wir jetzt ganz viel Fleisch brutzeln. Ganz viel Fleisch. Oh, ist das schön mit den Krähen überall. Hatte das Gefühl, dass Wölfe irgendwie schwerer waren früher, oder? Kann das sein? Also jetzt gegen Wölfe kämpfen, kostet viel Waffe. Also viel, kostet viel Tool. Aber die beißen nicht mehr so heftig zu. Vielleicht liegt es auch an den Klamotten, die wir haben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie war das früher schlimmer. So, okay. Fleisch hier. So. Ablegen. So, jetzt sind wir bei 31 Kilo. Und ich weiß gar nicht, wie viel jetzt auf dem Boden liegt. Das ist auf jeden Fall sehr viel. Und ich sehe gerade, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Nächste Folge gehen wir auch schnell zum Funkturm und dann brutzeln wir eine Menge Wolfsfleisch und dann schlafen wir und dann sollten wir auch langsam aufbrechen. So machen wir das. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ganz viel Liebe von eurer grauen Mutter, die euch gerne mal ein schlabberiges Küsschen aufdrücken möchte. So, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.